liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim Blick in die Zukunft. Ja, ich habe mal wieder ein paar für mich spannende Neuerscheinungen aus dem Mai herausgesucht und möchte euch diese vorstellen. Und ja, vielleicht findet ihr die ein oder andere Neuerscheinung ja ebenso spannend wie ich. Dann freue ich mich natürlich auf den Austausch in den Kommentaren. Beziehungsweise habt ihr vielleicht Bücher, die ihr spannend findet und mir dann gerne mitteilen möchtet. Ich habe 5 Bücher herausgesucht und auch ein bisschen was am Kinofilmen. Und ich denke, da können wir einfach so ein bisschen auf eine bunte Mischung gespannt sein. Das erste Buch erscheint bereits am 2. Mai und heißt Die Unvergesslichen und ist von Val Emmich. Irgendwie so, wird erscheinen im Little Brown Verlag, wird 380 Seiten grob haben und als gebundene Ausgabe 20 Euro kosten und hat mich nicht nur durch das irgendwie sehr spannend aussehende Cover angesprochen, sondern dann eben auch der Titel und der Klappentext, den ich euch nun vorlese. Wie muss es sein, niemals vergessen zu können? Die 10-jährige Joan fürchtet nicht so sehr, wie eines Tages in Vergessenheit zu geraten, denn anders als sie selbst scheinen die Leute um sie herum ständig alles Mögliche zu vergessen. Joan ist einer von nur 30 Menschen auf der Welt mit einem fast perfekten Gedächtnis, die ihr gesamtes bisheriges Leben wie ein Videoband im Kopf hat und jeden Moment und jedes Gespräch erinnern kann. Als der Songwriter Gavin, ein Freund ihrer Eltern, Joan darum bittet, ihre Erinnerungen an seinem plötzlich verstorbenen Partner Sidney mit ihm zu teilen, wittert Joan ihre große Chance. Sie wird für Gavin das Videoband in ihrem Kopf zu jedem einzelnen Moment mit Sidney zurückspulen. Dafür wird ihr helfen, einen unvergesslichen Song zu schreiben. Die Unvergesslichen zeigt das ungewöhnliche Zusammentreffen eines Mädchens, das nicht vergessen kann, und eines Mannes, der nicht vergessen will. Das Romandebüt des amerikanischen Schauspielers und Singer-Songwriters Val Emmich ist dabei tragikomische Familiengeschichte. Das hat mich unglaublich angesprochen und klingt nach einer wirklich faszinierenden und interessierten Geschichte. Denn wir haben hier eben ein junges Mädchen, das gerne, ja, in Erinnerung bleiben möchte. Und wir haben einen, ja, Sänger, der das vielleicht zustande bringt, dass wir uns tatsächlich an das Mädchen erinnern. Und sie gibt dafür eben ein paar Erinnerungen her. Eine sehr interessante Geschichte, die mich wirklich so direkt angesprungen hat und über deren Klappentext ich schon 2-3 Mal gelesen habe und immer wieder mir eine Geschichte ausmale und ich sehr neugierig auf diese Geschichte bin. Bei dem nächsten Buch handelt es sich um den 3. Teil einer Reihe und ich glaube, es ist auch der abschließende Teil, und zwar Das unglaubliche Leben der Jessie Jefferson von Paige Toon, erscheint am 8. Mai im HarperCollins Verlag und wird 300 Seiten haben und broschiert 15 Euro kosten. Ja, Jessie Jefferson, es ist der 3. Teil dieser Reihe, ist die Tochter von einem Rockstar, den wir aus den Erwachsenenbüchern von Paige Toon kennen. Und ja, sie erlebt eben hier das Leben einer normalen, in England aufgewachsenen Mädchen, das dann eben herausfindet, dass der Rockstar schlechthin unserer Zeit ihr Vater ist. Und leider erfährt sie das eben erst, nachdem ihre Mutter gestorben ist. Und ja, sie wächst dann jetzt so ein bisschen in dem Glamour-Leben auf. Und ich fand Teil 1 und 2 wirklich unglaublich toll geschrieben. Paige Toon hat so eine Art, etwas fluffig, leicht, locker, modern zu beschreiben und trotzdem Emotionen in einem zu wecken. Und das schafft sie nicht nur mit ihren Romanen für Erwachsene, sondern eben auch in dieser Art der Jugendbücher, denn das sind ihre ersten Jugendbücher. Und ich freue mich hier sehr auf den 3. Teil und bin sehr gespannt darauf. Und glaube, es ist dann auch der letzte und abschließende Teil, wenn ich mich nicht täusche. Und bin natürlich gespannt, was diese Geschichte noch für uns bereithält. Etwas ganz anderes ist dann der neue Roman von Joe Hill, Fireman, welcher am 9. Mai im Heine Verlag erscheinen wird, knapp 960 Seiten haben wird und 18 Euro broschiert kosten wird. Ja, Joe Hill ist der Sohn von Stephen King. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt und ich habe bereits ein Buch, glaube ich, von ihm gelesen und das zweite noch nicht. Und war damals sehr angetan von der Art, wie er Geschichten erzählt, die doch ein wenig seinem Vater gleichen, aber dann doch wieder irgendwie anders sind. Das macht jetzt vielleicht keinen Sinn. Wer aber selbst Joe Hill kennt und auch Stephen King, der weiß vielleicht, was ich meine. Und Fireman klingt nach einer, ja, Endzeitgeschichte, die ich
sehr interessant finde und ja, vielleicht findet ihr das nach dem Klappentext auch. Eine weltweite Pandemie ist ausgebrochen und keiner ist davor gefeit. Alle Infizierten zeigen zunächst Markierungen auf der Haut, bevor sie urplötzlich in Flammen aufgehen. Die USA liegt in Schutt und Asche und inmitten des Chaos versuchte die Krankenschwester Harper Grayson, sich und ihr ungeborenes Kind zu schützen. Doch dann zeigt auch sie die ersten Symptome. Jetzt kann sie nur noch der Fireman, ein geheimnisvoller Fremder, der wie ein Racheengel durch die Straßen New Hampshires wandelt und scheinbar das Feuer kontrollieren kann. Und ja, ich bin ja ein Fan von Endzeitgeschichten, wenn es düster wird, wenn sozusagen die Natur zurückschlägt und der Mensch das ausbaden muss, was er im Grunde alles falsch macht auf dieser Welt. Und ich bin hier sehr neugierig, wie das mit dem Feuer, mit dem Verbrennen der Menschen so um sich greift und was dann eben insbesondere der Fireman kann, um ja, das vielleicht irgendwie aufzuhalten. Es klingt spannend, packend und ich glaube, dass uns Joe Hill hier auf knapp 1000 Seiten eine gute Story ja, bieten kann. Auch das nächste Buch ist eine Fortsetzung. Es ist nämlich Giants, Zorn der Götter von Sylvain Neuvel. Das ist der zweite Teil der Reihe Giants. Der erste Teil ist, glaube ich, letztes Jahr im Sommer irgendwann erschienen. Erscheint jetzt der zweite Teil am 9. Mai, ebenfalls im Heine Verlag, wird 480 Seiten haben und als Taschenbuch 10 Euro kosten. Und ist so in die Kategorie Science Fiction einzuordnen. Und mich hat ja der erste Teil sehr, sehr gepackt, denn wir haben hier eine junge Protagonistin gehabt, die eben eine große Hand findet, die eben aussieht wie der Teil von einem Roboter. Und ich glaube, die Hand war irgendwie 3 Meter groß. Und man dann eben ja durch verschiedenste Stile herausfindet, was es irgendwie mit dieser Hand auf sich haben könnte. Und dann eben auch so ja, Interviewstile hat, aber auch Tagebucheinträge. Und diese Mischung von diesen verschiedenen Stilen hat mir unglaublich gut gefallen in Giants 1. Und es wird hier, denke ich, jetzt einfach mal weitergehen. Klappentext von dem zweiten Teil vorlesen ist blöd. Ich muss ehrlich sagen, auch ich habe ihn mir nicht durchgelesen, weil ich eben komplett frei in diese zweite Geschichte möchte. Ich war vom ersten so angetan. Mir haben diese Gedanken gefallen, die Wendungen in der Geschichte, eben auch der sprachliche Stil war wirklich großartig. Es war eine Science-Fiction, die mich sehr gepackt hat, die mich sehr mitgerissen hat. Und ich packe einfach mal das Video von meiner Bücherwoche zu dem Buch unten in die Infobox. Da könnt ihr euch vielleicht über den ersten Teil ein bisschen detaillierter informieren. Und ja, wer den ersten Teil dann noch nicht kennt, jetzt wäre der Moment gekommen, ihn zu lesen, denn der zweite ist dann auch schon bald da. Dann erscheint ein Buch von einem Autor, wo ich gefühlt 80% seiner Bücher gelesen habe. Er aber eher so ein Autor ist, der auch gerne mal von mir vergessen wird, wenn es darum geht, Autoren zu nennen, die ich gut finde. Denn es ist Marc Levy, ein französischer Autor, und am 22. Mai erscheint sein neues Buch, Er und Sie, eine Liebe in Paris. Wird im Lanvalet Verlag erscheinen, wird 350 Seiten haben, umbroschiert, 15 Euro kosten. Und ich habe wirklich unglaublich viel von Marc Levy schon gelesen und seine letzten Bücher sind ja so ein bisschen in eine andere Richtung gegangen, waren nicht mehr ganz so stimmungsvoll, gefühlvoll, dennoch gut, gar keine Frage. Und ich freue mich, hier nach Paris zu reisen, denn ja, der Klappentext beginnt auch schon mit Es war einmal in Paris. So geht's weiter. Sie ist Schauspielerin, er ist Schriftsteller. Sie heißt Mia, er heißt Paul. Sie ist eine Engländerin aus London, er ist ein Amerikaner aus Los Angeles. Sie versteckt sich in Montmartre, er lebt im Marais. Sie hat sehr viel Erfolg, er nicht wirklich. Mia ist sogar ein weltweit gefeierter Star, aber Paul hat noch nie von ihr gehört, weil er in seiner ganz eigenen Bücherwelt lebt. Beide fühlen sich einsam, bis sie sich eines Tages in einem kleinen Restaurant begegnen. Obwohl Paul sie zum Lachen bringt und er Mias Ungeschicklichkeit unwiderstehlich findet, wissen beide, dass sie sich nicht verlieben dürfen. Und bereits im letzten Jahr bin ich ja mit einigen Büchern nach Paris gereist und es wird vielleicht auch mal Zeit, sich das im echten Leben anzugucken. Ich freue mich hier sehr, dass wir in die Heimat von Marc Levy reisen, dass wir hier auf die Unterschiede Amerika und Frankreich stoßen, weil ich glaube, er ist sogar mit einer Amerikanerin verheiratet oder lebt jetzt in Amerika, irgendwie sowas. Und ich glaube, dass er da einfach so seine Eindrücke, die er hat, ein bisschen mit einflechten wird in die Geschichte. Und Marc Levy kann für meinen Geschmack wirklich unglaublich schreiben. Er schafft es wirklich immer, Bilder im Kopf entstehen
zu lassen und diese lebendig wirken zu lassen. Und da freue ich mich sehr. Und dass wir nach Paris reisen, ich meine, was möchte man im Frühling mehr, als vielleicht eine schöne Liebesgeschichte zu lesen über zwei Menschen, die vielleicht denken, dass das nicht sein darf, aber die Liebe kann man manchmal eben nicht aufhalten. Und das waren sie jetzt auch schon, die 5 Bücher. Und ja, ich war hier wirklich sehr gespannt auf diese besonderen 5. Es gibt noch 2, 3 andere, die ich so im Auge behalten werde, die es aber nicht in diese Top 5 sozusagen der Neuerscheinungen geschafft haben. Mich interessiert natürlich, was euch noch so in die Hände gefallen ist, wenn ihr auf Neuerscheinungssuche geht. Und ja, wenn ihr wollt, gerne einfach in die Kommentare. Dann gibt es auch einige Filme, die ich im Mai im Auge behalten möchte. Und da ich ja nicht nur ein Bücherfan bin, sondern auch Serien und Filme sehr gerne schaue, dachte ich, stelle ich euch auch einfach, ja, zumindest die Bücher, die Filme vor, die vielleicht auch was mit Büchern zu tun haben. Und so haben wir ja die Buchverfilmung zu 7 Minuten nach Mitternacht, welche ab dem 4. Mai im Kino laufen wird. Und ich habe das Buch noch hier liegen, ungelesen, und das werde ich jetzt auf jeden Fall noch lesen, denn ich möchte dann unbedingt ins Kino gehen. Und der Film wird 108 Minuten dauern, gilt in die Kategorie Drama, Fantasy, ähnlich wie das Buch. Und ich bin sowohl auf Buch wie auf die Verfilmung gespannt, weil ich habe auch schon den Trailer gesehen, damals im Kino, und fand den Trailer total großartig und habe im Trailer schon geweint. Ja, meine Kinobekleidung musste da schon etwas schmunzeln und sagen, okay, Steffi, diesen Film sollten wir uns angucken. Und ja, um was wird es gehen? A Monster Calls handelt von einem Jungen, der mit der Krankheit seiner Mutter und dem Mobbing seitens seiner Mitschüler klarzukommen versucht. Indem er sich in einer fantastischen Welt voller Monster und Märchen flüchtet, bei denen es um Mut, Verlust und Glaube geht. Alles beginnt damit, dass der 13-jährige Connor mitten in der Nacht aufwacht und draußen vorm Fenster ein Monster entdeckt. Keins aus seinen Albträumen, sondern ein viel, viel älteres. Und es waren einfach bombastische Bilder in diesem Trailer und ich bin mega gespannt auf diese Geschichte. Und das zweite an Film, was ich interessant finde, was aber nicht auf einem Buch beruht, ist ja Pirates of the Caribbean, der 5. Teil Salazars Rache. Ja, der 4. Teil von Fluch der Karibik war schon nicht mehr ganz so prickelnd, wie ich fand, aber Johnny Depp alias Jack Sparrow geht einfach gefühlt immer und ich bin mega gespannt, wie hier der 5. Teil, um was es da geht. Wir haben schon gehört, dass Orlando Bloom zurückkehrt und da weiß ich nicht, ob ich mich freuen soll oder eher nicht, und ich bin total neugierig auf die Story, denn sie verspricht doch so einiges. Dieses Mal scheint die ewige Glückssträhne von Captain Jack Sparrow ganz schön lädiert zu sein. Seine alte Nemesis, der schreckliche Captain Salazar, entkommt dem Teufelsdreieck und ist unterwegs, jeden noch auf See umherirrenden Piraten zu töten. Und dazu gehört auch Jack. Dessen einzige Hoffnung liegt im legendären Dreizack Poseidons, den es zu finden gilt und der unermessliche Kontrolle über die See verspricht. Viel schöner als den deutschen Titel Salazars Rache finde ich tatsächlich den englischen, denn es heißt hier Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, also tote Männer erzählen keine Märchen. Und das finde ich irgendwie noch viel gruseliger, weil natürlich Poseidon irgendwie eine Legende ist, da ich erwarte, dass uns da eine Geschichte erzählt wird. Und ja, ich bin hier sehr, sehr neugierig, bin sehr gespannt auf beide Filme und bei dem ersten Film natürlich sowieso noch auf das Buch, das ich gerne vorab noch lesen möchte. Vielleicht kennt ihr das Buch ja schon. Dann natürlich auch gerne ein bisschen was in die Kommentare, ob ihr euch auch über diese Kinofilme freut, ob ihr überhaupt Kinogänger seid oder ob ihr wirklich eher, ja, den Büchern sozusagen den Vorzug gibt. Immer gerne Infos her, ich bin immer neugierig und lasst uns da ein bisschen austauschen. Das waren jetzt auch schon meine Neuerscheinungen für den Monat Mai. Freuen wir uns auf den Wonne, Frühlings, fast schon hoffentlich Sommermonat. Und ich habe da auch eine Woche frei, worauf ich mich besonders freue. Und ja, hoffe, dass wir da einen schönen Monat vor uns haben, buchtechnisch, filmtechnisch und eben auch einfach, was das Leben so bringt. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meinen Neuerscheinungen. Wünsche euch nun noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.